Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Was ist das? Oh, es ist ein Alien-Rip-Off. Ganz einfach, aber so einfach ist die Geschichte nicht einmal. Man kennt natürlich den guten alten Spruch, man sieht sich immer zweimal im Leben. Aber gemessen an mir und dem britischen Horrorregisseur Norman J. Warren ist das ja mittlerweile gar nicht mehr zutreffend. Nein, nach seinen Auftritten mit dem ebenfalls von Anolis im Rahmen der fantastischen Filmklassiker veröffentlichten Film Terror und dem großartigen von Creepy Images veröffentlichten Gentleman des Terrors Buches sehen wir jetzt hier bei Samen des Bösen den guten alten Norman schon zum dritten Mal. Und die lustige Geschichte dahinter ist, dass der Film zwar gerne verschrien ist als Alien Knockoff, es aber eigentlich gar nicht ist, also zumindest nicht sein hätte sollen. Das Drehbuch wurde nämlich von Nick Maley und seiner Frau Gloria Maley geschrieben, noch bevor der Film Alien überhaupt in die Kinos kam. Ganz ehrlich, man hatte die Idee, grundsätzlich Nick Maley ein bisschen zu bewerben mit diesem Film, denn der hat zu der damaligen Zeit bereits die Special Effects für Filme wie Superman und Star Wars und ähnliches gemacht und wollte sich halt eben auch als Drehbuchautor bewerben und besser dastehen lassen. Deswegen war eben der Sinn und Zweck der Sache, einen günstigen Film mit coolen Effekten zu machen. Und dann kam Alien in die Kinos und das Team rund um den Film, nämlich Norman J. Warren und die Maley, sahen den Film und, sagen wir es mal so, haben sich sicher auch in der ein oder anderen Szene dezent inspirieren lassen, aber beharren drauf, dass zum damaligen Zeitpunkt das Drehbuch bereits fertig war. Trotzdem wurde der Film natürlich immer wieder gerne als Alien Knockoff bezeichnet und die ganze Geschichte ging so weit, dass Norman J. Warren sogar eine Kopie an die Bosse von 20th Century Fox geschickt hat, um ihnen zu zeigen, na, wir haben euch nicht wirklich kopiert. Und nicht nur, dass die Bosse von Fox das akzeptiert haben, sie haben ihnen auch noch alles Gute für diesen Film gewünscht und gemeint, nein, das ist ein eigenständiges Projekt. Irgendwie auch eine recht coole Aktion. Aber, apropos recht cool, damit kommen wir zum Inhalt des Films. Samen des Bösen, und ich weiß nicht, wenn ich das höre, dann denke ich immer noch an die Szene aus Alien Killer zurück und denke mir, hoffentlich sehe ich sowas nicht. Nein, keine Sorge, auch wenn tatsächlich die Hälfte des Budgets von niemand geringerem als den Shaw Brothers aus Hongkong stammen und Run Run Shaw sogar als Presenting Producer in den Credits genannt wurde und die gerne gehabt hätten, dass der Film wesentlich blutiger und exploitativer ist, hat sich Norman J. Warren dagegen entschieden. Er war eigentlich mehr immer der Mann, also fürs Feine würde ich jetzt nicht sagen, aber jemand, der nicht unbedingt die großen Gore-Attacken gedreht hat, auch natürlich in dem Wissen, dass die BBFC sie damals sowieso aus dem Film rausgeschnitten hätte. Und so hat Norman Warren beispielsweise bereits einige Szenen aus dem Film entfernt, bevor er überhaupt von der BBFC bei der BBFC eingereicht wurde, weswegen zwar laut Buch diverseste kurze Einstellungen gedreht wurden, die dann nicht im fertigen Film zu sehen waren, der Film aber tatsächlich doch in seiner eingereichten Fassung Uncut von der BBFC eine Freigabe bekommen hat. Und apropos Buch, wenn man sich so einige Wochen, nachdem ich das Buch hier auf dem Kanal vorgestellt habe, das Kapitel rund um Inseminoid noch einmal durchblättert, dann kommt man hier schon auf einige interessante Geschichten. Beispielsweise, dass die Zusammenarbeit mit den Maleys jetzt alles andere als großartig gewesen sein muss, denn einer der Produzenten des Films schreibt mehr oder weniger wortwörtlich, dass Nick Maley mehr oder weniger seine Frau in dieses Projekt gedrückt hat und derjenige, der halt ein paar Weltraumpüppchen gemacht hat für Star Wars, sich da irgendwie wichtig machen wollte. Und generell darf man nicht vergessen, dass dieser Film natürlich, wie bei Warren üblich, mit einem extrem geringen Budget realisiert wurde, aber dafür dann doch auch einige Anforderungen hätte. Eigentlich hätte er vielleicht auf einem Spaceship spielen sollen. Dafür hätte man Kulissen und Geld gebraucht und nicht einmal, dass man die Kulissen im Studio nachgebaut hat. Nein, man hat für diesen Film an Originalschauplätzen gedreht. Etwas, das heutzutage als der absolute Luxus gilt, aber damals mehr oder weniger auch eine Möglichkeit, um Geld zu sparen. Aber
In diesem Fall waren die Drehbedingungen sicherlich alles andere als leicht. Gedreht wurde nämlich in den Höhlen bei Chislehurst, einem Londoner Vorort. Und man darf nicht vergessen, dass es sich bei diesen Höhlen um ein ehemaliges Kreide- und Feuersteinbergwerk handelt, wo übrigens auch andere bekannte Produktionen wie zum Beispiel das Special The Mutants aus der Serie Doctor Who gedreht wurden. Aber bei diesem Bergwerk handelt es sich um ein Konstrukt von 35 Kilometern an Höhlen und der tatsächliche Drehort für den Film in Seminole war circa 5 Kilometer im Höhleninneren und dort drinnen war es finster. Komplett finster und es gab natürlich keine künstliche Beleuchtung oder irgendwas. Nein, man musste tatsächlich mit Generatoren arbeiten, um eben die Beleuchtung zu gewährleisten und dazu kamen etliche andere Schwierigkeiten. Der Höhlenboden war natürlich etwas uneben, weswegen sich einige der Schauspieler und anderen Crewmitglieder immer wieder verletzt haben, umgeknickt sind und so weiter. Außerdem hatte auch die Elektrik natürlich ein extremes Problem mit der sehr feuchten Luft da drinnen, gegipfelt hat das allerdings zum Beispiel bei den Türen, die sie überwiegend aus Holz gebaut haben und wo das Holz einfach über Nacht durch die extrem feuchte Luft angefangen hat aufzuquellen und zum Beispiel am nächsten Tag Szenen wie, hey, gehst du dort bitte hin und machst du die Tür auf, einfach unmöglich waren, weil der Typ ist hingegangen, wollte die Tür aufmachen, hat den Türgriff abgerissen und so, okay, und was machen wir jetzt? Und das sind natürlich die wahnsinnig spannenden Probleme, genauso wie natürlich bei etlichen anderen Produktionen von Norman J. Warren dann gegen Ende auch gemütlich ein bisschen so das Geld ausgegangen ist und man dann teilweise schon Schwierigkeiten hatte, die Generatoren überhaupt zum Laufen zu bringen und sich teilweise, meiner Meinung nach eigentlich was die coolsten Einstellungen des Films, allein nur deswegen aus den Fingern saugen musste, um zu kaschieren, dass man gar keine Sets mehr hat. Quasi vor einem schwarzen Vorhang drehen oder die Kamera von oben auf die Darsteller halten, nur um quasi nicht zeigen zu müssen, dass man mehr oder weniger gerade am Hassel von McDonald's oder so irgendwie in einem vergleichbaren Ort dreht. Das ist alles etwas wahnsinnig Spannendes, vor allem wenn man eben dann wirklich die hinter den Kulissenberichte durchliest und erfährt eben, dass Norman J. Warren beispielsweise extreme Schwierigkeiten hatte mit dem einzigen Ding, das die Shaw Brothers von ihm wollten. Sie gaben ihm 1 Million Pfund, das halbe Budget des Films, und haben sich in die eigentliche Produktion in Wirklichkeit überhaupt nicht eingemischt. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass sie einfach niemanden zum Drehort geschickt haben und sich offensichtlich dann nur fürs fertige Produkt interessiert haben. Aber das Einzige, was sie wollten, war fürs internationale Marketing. Es sollten amerikanische Schauspieler rein. Und während Norman J. Warren immer wieder gesagt hat, die Zusammenarbeit mit Judy Geeson und einigen anderen aus dem Film war großartig, gerade die zwei Amis, nämlich Jennifer Ashley und Robin Clark, sind ihm brachial auf die Cojones gegangen. Robin Clark, laut Norman J. Warren, der einzige Schauspieler, den er in seiner ewig langen Regiekarriere tatsächlich anschreien musste. Wer mit ihm gearbeitet hat, kennt Norman J. Warren und beschreibt ihn in erster Linie als extrem ruhigen, freundlichen, gutmütigen und humorvollen Mensch, der tatsächlich aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung auf allen Fotos, die man findet, immer nur so dargestellt wird, dass eine seiner Hände in seiner Hosentasche ist, weil er die von Kindheit auf tatsächlich nicht mehr bewegen konnte. Aber er hatte trotzdem einen sehr ruhigen, sehr entspannten Stil. Aber Robin Clark hat das durchbrochen, diese Schallmauer, indem er ihm einfach permanent irgendwelche tollen Ideen gegeben hat. Now Warren aber trotzdem ein furchtbar schlechter Schauspieler war, bis ihm dann irgendwann einmal die Hutschnur gerissen ist, wie er gerade versucht hat, irgendeine Szene zu inszenieren und er in jedem zweiten Satz ins Wort gefallen ist, hat ihn quasi einfach angeschrien, dass er die Goschen halten soll. Da kann der gute Herr Clark froh sein, dass er nie einen Film in Österreich gedreht hat, weil ich glaube, ich hätte schon nach 5 Minuten gemacht. Aber lassen wir das Ganze. Samen des Bösen, a.k.a. in Seminole, ist sicherlich mit Abstand der bekannteste Film, den Norman J. Warren jemals gedreht hat. Und einer, den man tatsächlich bis ins Jahr 2021 nur in einer geschnittenen Fassung in Deutschland sehen konnte. Die deutsche Kino- und VHS-Fassung war um eine kurze Gewaltszene und dazu auch noch den Abspann geschnitten, war dann außerdem natürlich noch im Jahr 1982 kam der Film auf den Index für jugendgefährdende Medien und wurde dann aber 2007 tatsächlich immer noch folgeindiziert. Das heißt, wir sprechen hier von einem Film, der auch im Jahr 2021 immer noch auf den Index für jugendgefährdende Medien steht. What the hell? Das wird sich definitiv in der nächsten Zeit irgendwann einmal ändern, wobei
Jetzt ist quasi auch schon Wurst, wer das Mediabook gibt. Und damit kommen wir zu dem Mediabook. Das hat Anolis im vergangenen Jahr als Nummer 11 der Reihe Fantastische Filmklassiker beziehungsweise als Nummer 3 der Subreihe Die 80er veröffentlicht und bietet dabei zum allerersten Mal im deutschsprachigen Raum die komplett ungeschnittene Fassung an. Und zusätzlich dazu hat man sich bei diesem Film 4 verschiedene Veröffentlichungen einfallen lassen. Das Mediabook mit dem Cover A entspricht dabei dem alten deutschen Kinoplakatmotiv, das tatsächlich wahnsinnig gut nachgeahmt wurde. Wir haben sogar die Tagline und die Credits ziemlich cool integriert, genauso wie auf dem alten Poster war ja auch das alte Cover der deutschen VHS-Kassette. Das ist, finde ich, sehr nett gemacht und etwas, das ich recht selten finde, bei einem Titel von Anolis, weiß man bei diesem Titel scheinbar sogar auf wie viele Stück das limitiert ist, wobei ich sage, diese Angaben ohne Gewähr. Angeblich gibt es von diesem Cover A 666 Stück. Das Cover B hingegen, angeblich limitiert auf 333 Stück, zeigt ein alternatives Motiv, nämlich das alte spanische Plakatmotiv zu dem Film. Und es ist ein ähnliches Cover, das eben auch für die alte amerikanische DVD verwendet wurde, das allerdings generell einen komplett anderen Stil hat, als eben zum Beispiel das, was wir in Deutschland gesehen haben. Machen wir weiter mit dem Cover C. Davon gibt es ebenfalls 333 Stück. Und wir sehen hier das amerikanische Kinoplakatmotiv des Films. Meiner Meinung nach auch ein ziemlich cooles, ziemlich interessantes Motiv, das auch neben der amerikanischen Kinoauswertung bei anderen Veröffentlichungen verwendet wurde, beispielsweise bei einer amerikanischen Ausgabe der Soundtrack-CD-Version. Auch eine coole Sache. Und last but not least gibt es noch das Cover D. Das ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, vielleicht sogar überhaupt das allererste oder zumindest nur eines der sehr seltenen, wattierten Mediabooks von Anolis in der Reihe Fantastische Filmklassiker ist es auf jeden Fall das allererste. Limitiert auf 444 Stück sehen wir hier das alte britische Originalplakatmotiv zu dem Film. Und eines fand ich im direkten Vergleich mit den anderen drei Cover-Artworks interessant. Das hier ist das einzige Cover, das den Film als 40th Anniversary Edition ankündigt. Aber damit einmal genug der einleitenden Worte, würde ich sagen. Nachdem mir das Mediabook ja quasi vorher eh schon aus dem Bauch gesprungen ist, wissen wir, welches Mediabook wir uns jetzt im Blu-ray-Check genauer anschauen. Und deswegen freue ich mich, obwohl der Titel bereits am 11. September 2021 veröffentlicht wurde, heute in der neuen Ausgabe von Playzockers Blu-ray-Check einmal einen genauen Blick auf das limitierte und wattierte Cover D von Samen des Bösen, a.k.a. Inseminoid, näher vorzustellen oder zu werfen. Oder ich habe vergessen, wie der Satz angefangen hat. Ups. Und bevor wir uns das Cover jetzt näher anschauen, müssen wir uns noch einmal ganz kurz mit dem Filmtitel aufhalten. Samen des Bösen zu Deutsch, Inseminoid, übrigens eine absolut großartige Wortkreation, auf Englisch. Und dabei wird eben die bekannteste und auch notorischste Szene des Films zitiert, die aber in meinen Augen absoluter Mumpitz ist. Immerhin sehen wir diese Aliens, wie sie diese Besamungsröhre ausfahren und dann die Dame vollpumpen mit Dingen, die aussehen wie Eier. Keine Ahnung, was sie vorhaben, was sie damit macht, ausbrüten, sonstiges, aber das ist natürlich eine relativ interessante Sache. Aber ich bin an der Stelle wirklich, wirklich froh, dass man das so dargestellt hat und nicht auf die glorreiche Idee gekommen ist, das ein bisschen auf realistischer zu trimmen wie bei Killer Alien. Aber apropos Killer Alien, sehen wir uns einmal hier diese Geburt des Killer Alien an. Das ist ein großartiges Covermotiv, wo wir eben sehen, wie offensichtlich die Dame gerne mitten am Gang gebärt, so wie das, glaube ich, üblich ist. Und dabei der Alien gerade aus ihrem Körper rausschaut und da die Blicke der Männer in den Raumanzügen genau darauf fallen. Schön, dass diese beiden Laserstrahlenlampen, die sie offensichtlich bei ihrem Hirn mutiert haben, komisch, bei mir steht da meistens die Flasche Jägermeister und das Cola, aber egal, genau zu diesem Alien leuchten und dass die beiden Männer, aus welchem Grund auch immer, ihre Raumanzüge brauchen, die Dame aber hingegen nicht, obwohl sie hier im selben Raum sind. Naja, aber was mir bei diesem Cover-Artwork ganz besonders gut gefällt, ist die Tatsache, wie schön dieses Motiv hier aufbereitet ist. Es ist ein großartig gezeichnetes, detailliertes, wundervolles Bild. Das finde ich irgendwie durch diese
wie soll man sagen, fast manga-esken Striche, die hier den Hintergrund ein bisschen verunstalten, dreidimensional wirkt, wo so eine richtige Bewegung irgendwie hineinkommt. Außerdem dadurch eben, dass die Dame so richtig schön Richtung Kamera geneigt ist, sieht man das Ganze auch ohne 3D-Lenticular-Effekt wirklich angenehm dreidimensional. Und dazu hat Anolis das Motiv auch noch wunderschön aufbereitet. Ich finde es extrem farbenfroh, extrem schön, kontrastreich und scharf. Außerdem kommt dann tatsächlich noch ein wirklich wundervoller 3D-Effekt auf dieses Cover, dadurch, dass sich Anolis dazu entschieden hat, diesen Filmtitelschriftzug zu prägen. Aber nicht nur das, man hat diese roten Buchstaben dann auch noch mit einer Art samtigen, seidigen Folie verziert, was ich finde, ich auf diesem Mediabook-Cover einfach großartig macht. Wenn man nämlich eben wirklich hier dieses wattierte Cover-Artwork bewegt, dann sieht man, dass eben das der größte Teil des Motivs hier mit diesem typischen Lederfinish veredelt wurde, was einfach großartig aussieht, aber eben, dass die matte Erscheinung von diesem Titelschriftzug dann noch ein weiteres zusätzliches Element für dieses Cover bereithält, sehr schön und sehr fein gearbeitet, das finde ich einfach großartig und ich finde es auch relativ cool, wie sich dieses eben wattierte Mediabook angreift. Allerdings muss ich an der Stelle auch einen wirklich großen Kritikpunkt loswerden und den sehen wir auf dem Spine. Leider ist es nicht das einzige Mediabook, bereits einige andere Labels haben in der Vergangenheit halt vergessen drauf, dass ein wattiertes Mediabook grundsätzlich einen wesentlich breiteren Spine hat als ein normales Mediabook und es dabei leider verabsäumt, dass sie den Spine auf dem wattierten Mediabook auch breiter machen. So haben wir eben leider hier bei diesem Mediabook nur ganz, ganz wenig vom Frontcover auf das auf den Spine überscheinen, aber ich fühle mich im Regal von diesem einen schiefen Auge irgendwie beobachtet und das ist natürlich irgendwie ein bisschen schade und stört den Gesamteindruck ein bisschen. Wechseln wir dann einmal auf das Backcover, das ist aber grundsätzlich für sich selbst genommen wieder absolut hervorragend gestaltet. Natürlich ebenfalls mit dem Lederfinish sehen wir dann die Inhaltsangabe des Films, aber ziemlich cool zusammengestellte Screenshots aus dem Film, Cast and Crew-Angaben, technische Details, sowie dann hier die Informationen rund ums Bonusmaterial und das ist in diesem Fall abso-freaking-lutely genial. Wir sehen hier einerseits einen Audiokommentar mit Norman J. Warren, Ingo Strecker und Olaf Strecker, der interessanterweise in einer deutschen Version beginnt, also in deutscher Sprache beginnt und dann später Englisch wird, aber keine Sorge, die englischsprachigen Sequenzen sind selbstverständlich auch deutsch untertitelt. In dem Audiokommentar bekommt man einige wirklich interessante Informationen über die Produktion des Films geboten, vor allem eben auch natürlich über die Drehbedingungen. Etwas mehr außenstehend, aber ebenfalls sehr gut recherchiert, fundiert und finde ich unterhaltsam präsentiert, ist der mit drei Leuten besetzte Audiokommentar, der exklusiv für diesen Release im Jahr 2021 angefertigt wurde. Der ist besetzt mit Gerd Naumann, Christopher Klese und Matthias Künnecke und hat mich persönlich für den Film auch sehr, sehr gut unterhalten. Dazu haben wir dann noch einige Specials in diesem Set, beispielsweise ein 46 Minuten langes Making-of, dann noch ein 56 Minuten langes Special über den Regisseur Norman J. Warren und was ich dabei recht interessant finde, ist, dass viele von diesen Specials sich decken, zum Beispiel mit der britischen Blu-ray von Indicator, so ist eben das Subterranean Universe Making-of auch dort enthalten, aber einige andere Specials sind hier auch exklusiv nur für die deutsche Veröffentlichung produziert worden. So zum Beispiel auch ein Special mit John Scott über die Musik, die er zum Film beigesteuert hat. Etwas, das ich auch großartig finde. John Scott hat in seiner Karriere an über 200 Soundtracks gearbeitet und seine Musik wird auch in auch heute noch beispielsweise für Filme wie Kong Skull Island verwendet, was absolut beeindruckend ist, was er da wiederum geleistet hat. Das ist wieder einmal von Anolis ein absolut fantastisches Bonuspaket, wo man dann ganz am Rande vielleicht trotzdem noch eine kleine Bildergalerie erwähnen sollte, die aus 137 Seiten besteht und dabei auf jeder Seite teilweise sogar zwei Bilder präsentiert. Also unglaublich, was man hier für ein umfangreiches Bildarchiv noch um die Augen gewatscht bekommt. Das ist ein großartiges Bonuspaket, sowohl die Kommentare als auch die Kleinigkeiten eben wie Trailermaterial und die Slideshow bis hin eben zu den teils exklusiv produzierten Specials und Interviews. Ein fantastisches
Paket. Schauen wir jetzt einmal dann ins Innere von diesem Mediabook. Da finden wir eben gleich auf der linken Seite die Blu-ray mit dem Hauptfilm. Leider ohne Titelschriftzug. Aber wir bekommen hier auf meiner Blu-ray gleich das Covermotiv, das wir eben auch außen auf dem wattierten Mediabook vorgefunden haben, und können dann einmal auf die rechte Seite schauen. Dort finden wir dieses Motiv in einer anderen Version. Das ist nämlich dann dieselbe Fassung, die wir auch auf dem deutschen Kinoplakat gefunden haben, was meiner Meinung nach auch wahnsinnig gut passt. Denn während eben die original britische Kinofassung auf der ersten Blu-ray zu finden ist, präsentiert diese zweite Disc jetzt eine sogenannte deutsche Grindhouse-Fassung. Was es mit der auf sich hat, darum kümmern wir uns gleich. Zuerst möchten wir uns allerdings noch die anderen Elemente hier von diesem Mediabook anschauen. Einerseits natürlich hier das durchgehende Innenartwork, das sich eher auf die, sagen wir mal, jetzt nicht dran so subtilen Schauwerte des Films konzentriert. Aber werfen wir jetzt einmal einen Blick auf das Booklet. Und das finde ich persönlich ganz besonders großartig, weil ich finde eben, dass Booklets und ihre Texte und vor allem aber auch die Aufmachung und Gestaltung eines Booklets generell bei Filmbesprechungen immer wieder zu kurz kommen. Und wenn wir jetzt einmal nach diesem großartigen Cover hier einmal auf diese Beschreibung von diesem, auf diese Gestaltung von diesem Booklet schauen, dann ist das einfach großartig. Der schwarze Streifen oben mit den Auszügen aus dem deutschen Werberatschlag, der cool gestaltete Text mit diesen teilweise schwarzen Blöcken, dem Einzug für Zitate, wo dann der Text nicht in weiß, sondern in schwarz ist, die Bilder, die dazu eingefügt wurden, das ist ein wundervoll strukturiertes, wundervoll abwechslungsreich gestaltetes, buntes, aber trotzdem irgendwie cool und dezent wirkendes Design, das ich einfach großartig finde. Am Anfang des Booklets haben wir eben schon gesehen, dass hier noch ein paar Erklärungen sind, die wir über diese zwei Fassungen, aber damit beschäftigen wir uns dann ebenfalls noch einmal weiter, dass wir eben dann grundsätzlich ein Booklet von David Renske vorfinden, der sich sehr cool mit der Geschichte des Films beschäftigt hat, dabei eben auf seine unterhaltsame Art und Weise mit coolem Textfluss einige Informationen hier preisgibt, die eben zum Beispiel ich in dem Video dann auch zweitverwertet habe, über die Drehbedingungen des Films, über die Zusammenarbeit einzelner Personen und so weiter. Zum Schluss kommt dann eben Nick Maley, der Drehbuchautor und Effektkünstler, persönlich zu Wort und gibt noch ein kleines Interview. Und was ich ebenfalls sehr, sehr cool finde, ist, dass wir ganz zum Schluss auf den letzten vier Seiten von diesem Booklet noch einmal einen recht persönlich und cool geschriebenen Nachruf von Uwe Sommerlath finden, der sich eben hier von dem eben im Jahr 2021 verstorbenen Norman J. Warren verabschiedet. Insgesamt finde ich trotz des Mankos mit dem Spine ein wirklich fantastisch gestaltetes, hochwertig aufgearbeitetes Mediabook, das mir persönlich optisch wirklich gut gefällt. Und jetzt wird's an der Zeit, einer anderen Frage nachzugehen. Das Mediabook von Samen des Bösen enthält zwei Fassungen des Films. Und wie üblich wollen wir jetzt im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray Check einen Blick unter die Haube des Mediabooks werfen und uns einerseits mit der Bildqualität der deutschen Blu-ray-Auswertung und andererseits natürlich auch ein bisschen mit der Cinematografie und Farbgestaltung des Films beschäftigen. Und diese Situation möchte ich jetzt einfach nützen, um da mit euch über beide verschiedene Fassungen zu sprechen. Wie üblich habe ich dazu natürlich auch von beiden Fassungen Screenshots mitgebracht, möchte allerdings darauf hinweisen, dass ich diese Bilder alle so wie immer selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in den jetzt folgenden Slideshows nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Beginnen möchte ich natürlich mit der original ungeschnittenen britischen Kinofassung des Films. Die wird auf dem Cover bzw. auf dem einleitenden Booklet-Text von Anolis mit einem Bildformat von 2,60:1 angegeben. Zockis Lineal sagt, dass das nicht ganz so richtig ist. Insgesamt ist das Format eher bei 2,45:1 circa anzusiedeln, ist aber trotzdem eben etwas schmäler als das normale 2,35:1, das wir bei den meisten Kinofilmen bekommen. Wir bekommen aber hier trotzdem eine absolut großartige Blu-ray-Aufarbeitung, die mir persönlich fantastisch gefallen hat. Man merkt nämlich einerseits, dass Norman J. Warren bei den Dreharbeiten extrem viel auf die Ästhetik Wert gelegt hat. Man merkt, dass Warren und auch der Kameramann hier sehr
überraschend gute Bilder teilweise eingefangen haben, wenn man bedenkt, wie schwierig die Drehbedingungen in den Chislehurst-Höhlen waren. Außerdem hat sich Norman J. Warren ganz absichtlich nicht das billigere und leichter zu bekommende britische Filmmaterial für diese Produktion holen lassen, sondern extra Kodak-Filmmaterial aus Amerika einfliegen lassen, damit er eben ein bisschen einen amerikanischen Look bekommt, weil er tatsächlich Auffassung war, dass dieses amerikanische Filmmaterial eine andere chemische Zusammensetzung hat und demnach eben auch ein anderes Bild ergibt. So eben zum Beispiel einen leichten Blaustich, den er ganz gerne hat im Bild. Ich muss zugeben, jetzt wo ich in Seminoid gesehen habe, sehe ich nicht wirklich einen Blaustich im Film, was ich auch eher als positiv auffassen würde. Was ich aber bei der deutschen Blu-ray-Präsentation von Anolis sehr wohl sehe, ist ein extrem scharfes, extrem farbenfrohes und wirklich geniales Bild. Nämlich einerseits eben trotz der schwierigen Drehbedingungen, dass es geschafft wurde, dass dieser Film wirklich durchgehend extrem scharf und extrem detailliert dargestellt wird. Dass es kaum Szenen gibt, die unterdurchschnittlich beleuchtet sind und wo dadurch irgendwelche Details im Hintergrund verloren gehen. Dass das Bild trotz eben des analogen Filmmaterials und des dadurch natürlich vorhandenen Grains zu keiner Zeit störend oder auffälliges Rauschen bietet, dass es aber trotzdem auch nicht mit ganz offensichtlicher Digital Noise Reduction verunstaltet wurde. Hier haben wir ein organisches, natürliches, natürlich leicht unruhig grainiges Bild, das meiner Meinung nach für einen solchen Film absolut perfekt und optimal ist. Es ist wirklich bemerkenswert und absolut verwunderlich, wie diese einfache Filmproduktion aus dem Jahr 1981 zu ihrem 40. Geburtstag hier im deutschsprachigen Raum eben zum ersten Mal ungeschnitten als Blu-ray-Premiere veröffentlicht wurde. Ein beeindruckendes, tolles, scharfes, farbenfrohes, wundervolles Bild, das mir persönlich den gesamten Film hindurch nicht an einer einzigen Stelle negativ aufgefallen ist und demnach auch wirklich, wirklich gut überzeugen kann. Wechseln wir jetzt zur deutschen Grindhouse-Fassung und da sehen wir direkt beim Übergang einmal, dass wir es hier tatsächlich mit einem anderen Bildformat zu tun haben. Während auf dem Cover hier die Rede ist, dass diese Fassung in 2,44:1 ist, was ja eigentlich das Format von der anderen Fassung war, haben wir es hier tatsächlich eher mit einer 2,35:1 Version zu tun und tatsächlich mit einer komplett anderen Bildpräsentation. Das ist ein Wahnsinn, wie groß der Unterschied zwischen diesen beiden Fassungen ist. Einerseits ist die alte deutsche Kinofassung wesentlich dunkler ausgefallen. Dadurch wirkt der Film lustigerweise auch etwas schwächer beleuchtet, wodurch natürlich in der ein oder anderen, vor allem Höhlenszene im Hintergrund, auch wirklich Details verloren gehen und der Hintergrund weitaus weniger durchzeichnet ist, als er das eben in der anderen Fassung war. Außerdem erinnert ihr euch noch an die Geschichte mit dem bläulich wirkenden Bild, das Norman J. Warren wollte? Ja, sowas ähnliches haben wir hier, wobei es tatsächlich statt dem bläulichen Bild eher so ein grünlich-türkiser Farbstich ist, den dieses Bild ganz besonders deutlich aufweist. Außerdem ist auch der Schwarzwert eher bei so einem, sagen wir, Mittelgrau angesiedelt und das Bild wird wirklich komplett anders als das der anderen Fassung. Dazu eben noch zusätzlich zur reduzierten Farbpalette noch der ein oder andere Laufstreifen, analoge Defekt und so weiter und so fort. Hier haben wir wirklich ein komplett anderes Bild und eines, das natürlich, wenn jetzt einfach der Kritiker aus mir herausbricht, so wie das Mediabook von Samen des Bösen am Anfang des Videos, dann würde ich sagen, ja gut, die Fassung auf Disc 1 ist besser, Disc 2 schleicht die Danke Wiederschau. Aber natürlich als etwas ein Nostalgiker und Retroist im eigenen Blute, ist es natürlich ganz besonders genial, dass wir von Anolis diese alte deutsche Kinofassung ebenfalls noch mit dabei haben. Vor allem, weil diese Fassung, und auch das steht im Booklet von Anolis, tatsächlich zusätzliche Dialogszenen haben soll, die eben in der alten britischen und damit internationalen Kinofassung gefehlt haben. Was natürlich ein weiterer Pluspunkt dafür ist, diese Fassung als Bonus auch noch im Mediabook zu haben. Aber das wahre Goodie kommt erst noch.
Schaut man nämlich auf die einfache Laufzeitangabe von diesen beiden Fassungen von Samen des Bösen, bemerkt man, dass die Hauptfilmfassung des Films ca. 92 Minuten lang ist und die deutsche Kinofassung 124 Minuten. Da gibt's noch einen kleinen Unterschied, denn auf dem Filmstream der deutschen Kinofassung beginnt der eigentliche Film erst in Minute 36. Was wir davor sehen, ist ein absoluter Skandal im positiven Sinne. Anolis hat es tatsächlich geschafft, eine Mischung aus Werbung und Original-Filmtrailern auszugraben. Ich konnte leider nicht herausrecherchieren, ob das tatsächlich 1:1 der Aufbau ist, wie der Film damals in den deutschen Kinos gelaufen ist. Aber wenn Anolis sowas macht, dann würde ich fast jetzt einmal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es genau so ist. Und absolut großartig, dass man nämlich eben sogar für diese kleinen Werbespots bzw. diese Filmtrailerchen original 35 mm Filmmaterial aufgetrieben hat. Man sieht hier natürlich eine deutlich schwankende Qualität, aber wer hat schon mal auf Blu-ray einen Palm Olive Spülmittel-Werbespot gesehen? Absolut geniale, krude Mischung aus Filmtrailern, aus Original-Fernsehwerbespots. Das Ganze natürlich mit wechselnder Bildqualität, vor allem wechselnder Farbintensität. Natürlich auch diversesten Zerstörungen und analogen Defekten im Bild hier. Wurde natürlich nicht umfangreich restauriert, was ich aber gerade in diesem Fall absolut genial finde, weil natürlich eben auch diese Defekte auch sehr schön eben zeigen, welche Werbungen und Trailer wie abgenützt waren, welche davon wie oft gespielt wurden. Das ist ein unfasslich geiles Gimmick, ganz im Ernst. Sowas hat man, ich glaube, fast bis auf einzelne Werbespots auf Laser Paradise DVDs noch nie gesehen und das finde ich unendlich genial. Und ja, damit sind wir eigentlich auch ganz gut beim Fazit von diesem Review angekommen. Unendlich genial trifft es für diesen Mediabook-Release ganz besonders. Als absolutes Highlight der fantastischen Filmklassiker bietet Anolis für den Kultstreifen in Seminoid aka Samen des Bösen eine 2-Disc-Edition mit gleich 2 verschiedenen Schnittfassungen des Films. Dabei natürlich einerseits die komplett ungeschnittene Originalfassung in fantastischer Bildqualität und dann noch eine ziemlich gut abgenützte Grindhouse-Fassung im Bonusmaterial, angeblich sogar mit zusätzlichen Dialogszenen. Dazu hat man 2 Audiokommentare, Stunden an Features rund um diesen Film bzw. Regisseur Norman J. Warren, ein großartig gestaltetes und informativ geschriebenes Booklet. Das ist ein phänomenaler Release und wäre dieser kleine Fauxpas mit dem Spine nicht, würde ich sagen, es ist ein perfekter Release. So bleibt leider dieser eine Wermutstropfen im sprichwörtlich ziemlich gut sichtbaren Auge. Aber ansonsten, auch mit dem wundervoll verarbeiteten Cover inklusive Prägedruck beim Titelschriftzug, ist es eine coole Idee für ein wattiertes Mediabook. Alle anderen, die jetzt sagen, öh nein, mich würde das tatsächlich extrem stören im Regal, die haben ja glücklicherweise immer noch 3 andere Cover zur Verfügung, wo sie denselben Inhalt bekommen, aber halt eben dieses Manko sich da sporen können. Je nachdem, was ihr wollt, in Seminoid aka Samen des Bösen ist sicherlich eines der skurrilsten und absurdesten Stücke in der Filmografie von Norman J. Warren und sollte meiner Meinung nach in keiner gut sortierten Trash-Filmsammlung fehlen.